meine Kreativpfötchen. Schön, dass ihr da seid. Und auch schön, dass ihr da seid, meine neuen Kreativpfötchen. Ich habe einen Action-Haul. Eigentlich wollte ich nur nach Weihnachtssachen schauen. Ich hatte gesehen, manche meiner YouTube-Kolleginnen haben schon die Stanzen. Spoiler-Alert, ich habe sie leider nicht. Aber dafür ganz viele andere schöne Sachen. Wir werden es heute mal anders ausprobieren. Ich habe so ein bisschen meine Sachen geteilt. Heute ist Thema Halloween und morgen kommt ein Weihnachts-, also kommt der zweite Teil des Hauls mit den Weihnachtssachen. Schreibt mir gerne, gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich habe einen ganz, ganz lieben Kommentar bekommen. Danke dir dafür, dass ich ihn doch teilen soll. Und das probiere ich heute mal. Und mal schauen, wie es euch und wie es mir so gefällt, wenn es geteilt ist. Und ich würde sagen, starten wir mal. Nicht unbedingt mit was Halloween-mäßiges, eigentlich gar nicht Halloween, aber etwas, über das ich mich unsäglich freue. Tada! Ich habe die anderen drei Stencil-Sets endlich, endlich bekommen, in dem in Lich. Falls ihr in der Nähe wohnt und die auch sucht, fahrt mal nach Lich und schaut dort mal. Da findet man die noch. Ich habe sie ja ausprobiert. Das Video verlinke ich euch über sie. Schaut mal rein. Ich finde die mega gut. Also die anderen drei waren extrem gut. Auch wenn die Anleitung, die ich in dem einen hatte, war für dieses Set. Aber ich finde, die Farben haben sich gut verändert. Also die sind extrem gut geworden. Man hat unterschiedliche Farben, wenn man alle hat sowieso. Und ja, schaut euch das Video gern mal an und bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe nochmal dieses Set hier bekommen. Ich weiß gar nicht, was für Blümchen das sind, aber ich finde sie unglaublich schön. Steht das irgendwo drauf? Nee. Steht nicht drauf, was für eine Blume es ist. Ist ja auch nicht geschichtete Blumen-Schablonenset. Ja, super. Geil. Ist ja auch nicht wichtig. Dann habe ich diese unglaublich schöne Rose bekommen mit diesem Hintergrund. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, der. Diese. Und endlich dieses Set. Mit dieser, es ist ja keine Rose. Und dem Hintergrund. Ich freue mich. 1,59 das Stück. Ich habe endlich alle drei. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst oder euch nicht sicher seid, wie die Sets sind, übers i schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr Erfahrung habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch, auch wenn ich nicht sofort drauf reagiere. Ich lese sie mir durch. So, dann habe ich dieses hier gefunden, das Damn Painting. Ich habe alle anderen schon, die mir gefallen. Mir gefallen nicht alle. Ihn hatte ich noch nicht und ich finde den unglaublich schön. Ich habe davon eine Wand und die sind dann in Kacheln versetzt. Ich mache euch mal bei Gelegenheit ein Video darüber oder ein Foto. Mal gucken. 2,99 das Set. Ich freue mich. Dann habe ich gefunden in der Halloween-Abteilung. Heute wird sehr Halloween-lastig. Oder was in der Herbst-Abteilung? Dieses geflochtene, ich hoffe, ihr seht es. Geflochtene schwarze Band ist mega cool. Ich kann euch nicht sagen, wie viel es gekostet hat. Ich habe meine Quittung, dadurch, dass ich in zwei Action war, habe ich von dem einen die Quittung verlegt. Ich kann es euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall 6 Meter, ist Jute, also Naturmaterial. Und unglaublich stabil, fasst sich schön rau an. Finde ich cool. Und es fusselt. Das, was Jute nun mal tut, es fusselt. Dann für meine Mom haben wir hier diese Lupe mitgenommen. Jetzt muss ich kurz gucken. Nehmen wir mal die Schere. Schauen wir mal zusammen rein. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 2,99 oder 4,99 gekostet hat. Beides klingt nach Actionpreisen. So. Viel Bladegedöns.
hier, das ist zum... Oh Gott. Okay, das ist nicht leicht. Gehst du einzudrücken? Nee. Das ist zum an den Tisch festmachen mit beweglichen Füßchen. Das geht wirklich sehr schwergängig. Also sehr schwerfällig. Geht das überhaupt rein? Ja, das geht auch rein. Ihr könnt es auch bewegen. So. Da könnt ihr es dann... Nehmen wir mal das als Tisch. Ihr seht, kann man dann befestigen und kann man in dem Winkel einstellen, den ihr braucht. Wenn ihr nicht mehr so viel Kraft in den Händen habt, kann das schwierig sein. Das fällt mir jetzt gerade auf. Dann bittet jemand, dann fragt jemanden, ob er euch helfen kann, das festzumachen. Aber soweit ist es stabil. Dann haben wir hier das. Beweglich kann man hier reinschrauben. So, dann ist es fest. Und im Endeffekt die Lupe, die hat sogar Licht. Und es ist natürlich keine Batterie drin. Ich habe jetzt auch keine Batterie da. Sorry dafür. Dann habt ihr auf jeden Fall nochmal Licht. Und die Vergrößerung finde ich, ich hoffe, ihr seht das, finde ich gar nicht schlecht. Und hier unten dann nochmal, genau, die direkte, die kleine und dann die. Ja, ist egal. Finde ich recht cool. Wird auch hier reingeschraubt. Und dann hält es eigentlich. Klar, für 3 oder 5 Euro, ich kann es euch jetzt wirklich nicht sagen, weiß ich nicht, wie langlebig das Teil ist. Aber es sieht schon mal cool aus. Und das Licht braucht man auch nicht unbedingt. Ich habe ja eh mein Ringlicht und ich glaube aber, für andere könnte das Licht wirklich, wirklich hilfreich sein. Gerade für Detailarbeiten könnte das echt, jo. Falls sich damit was ergibt, werde ich euch nochmal erzählen und berichten, wie das so ist. Aber ich glaube, ich muss kein einzelnes Video dazu machen. Nein. So, dann habe ich in der Angebotsecke dieses kleine süße Teilchen gefunden. Das kleine Spieli-Teilchen. Das ist, wenn man, man hat zum Beispiel eine Kante und möchte die Kante ausschneiden aus Laminat oder sowas, kann man das anlegen, setzt das an und kann das hier über den Regler feststellen und dann bewegt sie sich nicht mehr. Dann kann man das anzeichnen und dementsprechend ja, sieht man ja auch hier, man formt es ab und zeichnet das dann nach und kann das dann perfekt ausschneiden. Da ich öfters mit Holz arbeite, ist das echt eine coole Sache und eine mega süße Spielerei. Also was heißt süß? Eine mega witzige Spielerei. Kennt ihr das noch? Dieses Brett? Früher gab es das mal mit den Nägeln. Das waren Metallstifte. Und wenn du deine Hand drauf gedrückt hast, hattest du auf der anderen Seite das, deine Hand in Metallstiften abgebildet. Kennt ihr das noch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Weil ich fand das mega cool. Gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Leider. Peel off. Schauen wir mal, ob da drin noch mal was steht. Nö. Nö. So. Dann
haben wir neue Pads von diesen Karten, also neue Kartensets. Mit wie immer Stickern und Vellumpapier, einmal dieses und einmal dieses und dieses, also dieses haben wir, dann haben wir die Blätter, gehen wir von vorne nach hinten durch, die Streifen, die Pünktchen, Herzchen. Und dann die ganz normalen Karten. Davon haben wir immer mehrere. Die muss ich ja nicht einzeln durchzeigen. Die sind sehr glatt. Das hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Also für Karten weiß ich nicht. Aber Scrapbooks kann man super draus machen und andere Sachen auch. Also die sind mega cool, wenn man jetzt was Außergewöhnliches als Grundfarbe haben möchte. Dann hier die, seht ihr das? Diese kleinen Sechsecken. Und diese Sparkle, also diese Konfetti-Teilchen. Kennt ihr bestimmt. Ist, ja, sind auch einseitig super häufig schon da gewesen. So, der ist auch neu. Auch nochmal, im Moment haben sie es ja mit diesen wilden und mit den Pflanzen. Das ist im Moment total im Trend. Hier, den finde ich schön. Den finde ich unglaublich schön. Davon hätten sie gerne viel mehr haben können. Die hier. Ich finde es nur schade, dass gerade bei den Kranichen, dass das Papier in der Art ist. Weil die Karte wird ja eigentlich so genommen. Also sie wird ja im Prinzip so geknickt. Ihr versteht ungefähr, wie ich das meine. Zumindest nach ihrer Vorstellung wird das so geknickt. Und wenn ich dann die Kraniche habe, kann ich sie nicht über diese Länge. Die müsste ich dann schneiden, komisch schneiden, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch gerade einen Denkfehler. So, dann das hier. Die Bienchen. Diese hier. Und die blauen, dunkelgrün Leopardentupfen. Oder sind das Gepardentupfen? Gute Frage. Dann habe ich nochmal dieses hier. Das fand ich wunderschön, weil es halt auch Thema Garten hat. Und ich liebe meinen Garten. Und dadurch liebe ich auch dieses Thema unglaublich schön. Aber auch hier finde ich es halt wieder schade, weil wir knicken es so. Also wir knicken es wieder so. Und dann ist die Verlaufsform nicht beachtet. Das ist irgendwie so mega, ja. Also entweder haben Sie einen Denkfehler oder ich habe einen Denkfehler. Aber irgendwo ist dann Denkfehler passiert. Hier ist es wieder egal, finde ich. Bei den drei davor fand ich es nicht egal. So, Dotties. Dann die. Ja, mein Schreibtisch ist gerade ein bisschen voll. Ihr seht, ich habe noch ein Projekt hier liegen, was ich noch nebenbei abfilmen bin. Und, also was heißt nebenbei, eigentlich bin ich direkt da am Abfilmen und am Arbeiten. Dachte euch aber, ich zeige das jetzt mal schnell und schiebe es mal schnell mit rein. Weil gerade bei den Halloween und bei den Weihnachtssachen, die morgen kommen,
wäre es schon schön, wenn ihr da schon frühzeitig Bescheid wisst. So, dann dieses. Nein, das ist nicht dasselbe wie eben gerade. Ist aber total schön. Wieder ein bisschen Garten, ein bisschen floral. Der Papagei ist ultra schön. Hier. Das finde ich auch. Das erinnert mich so an Aquarell. Und es ist so, so schön. Wieder das gleiche Problem mit der Laufrichtung. Aber das brauche ich jetzt nicht nochmal 100 Mal zu sagen, denke ich. Wir sehen ja das Problem. Dann die hier. Und dann kommen wir zu den Papieren. Das finde ich schön. Das finde ich extrem, extrem schön. Damit haben sie es in den Blöcken irgendwie immer. Dann Streifen. Und dieses hier. Und das war es tatsächlich mit dem Block. Und dann die Tiere. Ultra süß. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Wenn ich zu schnell bin, wisst ihr, einfach anhalten, dann habt ihr die Zeit, um euch das anzugucken. So. Das finde ich auch schön. Vor allen Dingen die Farbe finde ich schön. Hier das helle Grau. Das Marmor. Von dem Marmor können sie echt mehr machen. Mehr gedeckte Dinge. Dieses hier. Und das hatte ich eben noch dabei. Dann dieses Marmor. Und dann kommen wir auch hier zum Papier. Die Streifen. Diesmal schräg. Dann die Blumen, die kennen wir auch schon. Jeder, der viel Action kauft, kennt diese Blumen. Also die Pflanzenblätter. Mich erinnert es irgendwie an Regentropfen. Weiß ich nicht, erinnert euch das auch an Regentropfen? Bei mir ist irgendwie die Assoziation damit. Unregelmäßige Karos. Leinenoptik. Und dann Konfetti, diesmal in eckig. Und dann war es das auch schon mit dem. So ist es ja eigentlich gedacht. Wer benutzt das schon so? Trotzdem Laufrichtung. Wenn das der Plan ist, denkt an die Laufrichtung. Ich tue das mal rüber, weil wir brauchen jetzt Platz. So, ich verschiebe das mal schnell. Denn wir haben neue Klebis. Ich hole sie mal raus. Sorry wegen dem Geraschel. Wir haben neue Klebis fürs Fenster gekriegt. Also, meine Mom und ich. Und wir hatten die ja schon zu Ostern, da habe ich euch die vorgestellt. Und ich hatte die, jetzt habe ich die auch schon an meinem, an einem meiner Regale an einem meiner Regale in meinem Atelier, also meinem Bastelzimmer, klingt toller als es ist, habe ich die in Meerestiere und jetzt habe ich sie auch in Halloween. Ich finde die so super süß. Ich finde die so mega süß. Ihr wisst, die riechen komisch, die lassen sich ziehen, Fliegen kleben dran und sterben, das hatte ich euch ja auch schon erzählt. Deshalb erneue ich sie regelmäßig und ich finde die mega, mega süß und mega, mega cool. Vorteil, ich habe keine Kinder und meine Hunde kommen nicht an meine Fenster ran. Dadurch ist es für mich okay, wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, die da dran spielen oder Tiere, die da dran gehen, wüsste ich nicht, ob ich das wollte. Aber das muss, denke ich, jeder für sich entscheiden. Nochmal, Entschuldigung für das Geraschel.
Dann dieses ultrasüße Gespenst und die Hexe und nochmal eine Spinne. Finde ich mega süß. Und jetzt kommen wir zu den, ich kann es nicht sagen, ich glaube 99 Cent, ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben auf jeden Fall 99 Cent gekostet. Die hole ich auch mal raus. Wenn ich sie rausbekomme. Das sind auch Fensterbilder. Aber anders als diese, sondern die... Oh Gott, komm raus. Machen wir es auf die gute alte Art. Wer braucht die Verpackung? Bei uns sind die, falls ihr die sucht, an der Stirnseite gegen... Hui, haben den Geruch. An der Stirnseite gegenüber von den Herbstsachen. Und sind die nicht Zucker? Sind die nicht süß? Habt ihr diese ultrasüße Katze gesehen? Oder dieses kleine Gespenst? Und hier diese, wie mache ich das? Diese Fledermaus. Ist sie nicht mega süß? Und es ist immer so, auf der einen Seite kleine Motive und auf der anderen Seite ist ein großes Motiv. Ich finde das Happy Halloween ein bisschen doof. Ich hätte gern die Spinne einzeln. Aber ich finde es so, so schön. Seht ihr das, wie schön es ist? Ich finde diese Spinne so süß. Ich weiß, ich raste immer wieder aus, wenn ich irgendwas Süßes sehe. Immer, immer wieder. Aber sie ist so verdammt knuffig. Gehen wir mal durch. Ich habe 4 Stück davon. Es gab viel, viel mehr, aber gruselig muss es nicht sein. Ehrlich, es tut mir leid. Ehrlich gesagt, für gruselig bin ich nicht der Typ. War ich noch nie. Und Halloween, ja, Halloween kommt nicht aus unseren Breitengraden. Aber auch wir... Aber auch wir haben unsere Feste um Walpurgis. Und auch wir haben unsere, auch wir haben unsere Brauchtümer. Und ganz ehrlich, es ist ja nicht amerikanisch. Eigentlich ist es ja irisch. All Hallow Eves kommt ja ursprünglich da. Und zum Teil Jack O' Lantern gehört da ja dazu. Deshalb die Kürbisse. Sind die schön. Die sind so knuffig. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn wir Brauchtümer von anderen mit übernehmen. Vor allen Dingen, wenn sie so schön sind. Solange wir unsere eigenen nicht vergessen. Die kleine Hexe, ist die nicht mega süß? Mit der kleinen Fledermaus, die ist so süß. Und es steht kein Happy Halloween dabei. Das feiere ich ja natürlich wieder. Dann haben wir hier das. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt besser sehen. Entschuldigung, einmal kurz geraschelt. Hier drauf. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt besser sehen, weil ihr habt definitiv recht, mit der Plastikverpackung sieht man es echt schlecht. Dann diese ultrasüße kleine Katze. Und im Skelett, ich finde die Katze so süß. Nochmal im Ganzen. Und hier die süßen kleinen. Der Vampir und der Kürbis im Kürbis. So, so seht ihr das vielleicht besser. Ultraschön. Wie seht ihr das eigentlich? Dekoriert ihr für Halloween? Mögt ihr Halloween? Geht ihr vielleicht mit euren Kindern sogar rum? Verkleidet ihr euch? Geht ihr auf Halloween-Party? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich unglaublich interessieren. Ihr seht, ich dekoriere. Finde das ultra süß.
zelebriere aber auch eher das süße Halloween als das gruselige. Und ihr wisst ja, ich lese nicht jeden Kommentar durch. Manchmal dauert es, bis ich reagiert habe oder antworte. Nehmt mir das bitte nicht böse. Aber ich lese sie mir durch. Und freue mich über jeden Like, über jedes, über jeden Kommentar und über jeden Follower und diesen kleinen Kürbis. Oh, ist der schön. Also ich finde, er ist nicht so hübsch wie die anderen, aber man kann hier unten das Happy Halloween abschneiden und er ist mega süß. Und natürlich hier die super süße viereckige Fledermaus. Ja, ich verliere mich wieder, ich weiß. Geister und der... Ach, die sind so knuffig. Ich finde sie einfach mega süß. Deshalb mussten sie auch einfach mit. Und ich konnte sie nicht stehen lassen. Wer kann denn so einer Fledermaus oder hier dem Geist widerstehen? Also, ich kann es nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann es nicht und ich will es auch ehrlich gesagt nicht können. Egal, was man mir jetzt sagt. Wichtig bei denen zu wissen, sie riechen komisch. Also wenn man sie aufmacht, hat man schon den Geruch des Plastiks sehr stark. Also wieder für geruchsempfindliche Menschen. Be careful. Aber ich denke, das wird sich auch auslüften. Also wenn man sie jetzt nicht unbedingt auspackt und direkt ins Schlafzimmer klebt oder so, wird das auch klappen. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, wie sie kleben. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, da wird es auch kein Problem geben. Die gibt es ja auch öfters vom Lidl oder Aldi oder whatever. Und die sind eigentlich immer voll cool. Und gehen super klar an die Scheibe und lassen sich auch super wieder ablösen, auch wenn die Sonne drauf gestrahlt hat. So, la. Das war's mit meinem kleinen Haul. Morgen kommt der zweite Teil. Morgen kommt Weihnachten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ob ihr schon voll auf Halloween seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum. Und falls ihr mehr von mir sehen möchtet, lasst mir super gerne ein Follow da. An die Glocke bitte denken. Und ansonsten würde ich sagen, genießt eure Zeit, habt einen wunderschönen Tag, seid kreativ, bleibt kreativ und wir sehen uns morgen.